Ich bin hier beim Sprüngli, wo ich sehr, sehr gerne bin. Denn die Schokolade, die heiße Schokolade, ist ausgezeichnet. Und das ist übrigens auch ein guter Ort, um sich mit Freunden zu treffen und über Aktien zu sprechen. Denn Freunde sind eine gute Quelle für Aktien. Denn sie haben keine finanziellen Interessen, die gegen ihre eigenen Interessen laufen können. Heute habe ich aber etwas anderes erhalten, nämlich ein E-Mail von einem Abonnementen, einem Subscriber zum Obermatt Stock Update. Und er hat mir gesagt: Hermann, letzte Woche hast du Goldfields gekauft, aber Goldfields hat viel schlechtere Ränge als Centerra. Ich habe Centerra gekauft. Warum kaufst du eine Aktie mit schlechten Obermatt-Rängen? Das sind nun zwei sehr gute Dinge. Erstens, die Tatsache, dass jemand anders, dem du vertrauen kannst, eine bestimmte Aktie gekauft hat. Und das Zweite, die Frage zu den Obermatt-Rängen. Nun, ich vertraue sehr viel auf die Obermatt-Ränge. Warum spielten sie mir bei diesem Kauf von Goldfields damals nicht so eine große Rolle? Ich möchte Ihnen das heute erklären. Bei Goldaktien ist das Problem, dass die Assets, die Anlagen, nicht wirklich in der Bilanz sind, wie das bei einem normalen Unternehmen der Fall ist, sondern sie sind immer noch im Boden vergraben. Mit anderen Worten sagt die Bilanz nicht so viel über das Unternehmen aus, wie die Goldreserven selbst. Und aus diesem Grund habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, als ich damals Goldfields gekauft habe. Bei Centerra wollte ich es nun genauer wissen. Und das geht. In der Regel zeigen die Goldunternehmen, alle Commodity-Unternehmen, alle Unternehmen mit Rohstoffen, zeigen die Proven Reserves, also die Reserven, die im Boden nachgewiesenermaßen vorhanden sein sollten. Im Falle von Centerra sind es 16,3 Millionen Unzen Gold. Nun kann man das nicht einfach mit dem Goldpreis multiplizieren, denn das Gold ist ja noch im Boden. Man muss es ja zuerst rausholen. Und das hängt ab von den Exkavationskosten, von den Extrahierungskosten aus dem Boden. Das ist gar nicht so einfach anzuschauen. Man kann aber eine einfache Regel verwenden. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe geschaut, wie viel Gold wurde letztes Jahr aus dem Boden gefördert? Es waren 785.000 Unzen. Und das ist ein Zwanzigstel von den 16,3 Millionen Unzen, die bei Centerra nachgewiesen sind. Mit anderen Worten, können Sie 20 Mal diese Menge fördern in den nächsten Jahren. Sie haben dabei einen Gewinn gemacht von 250 Millionen. In anderen Worten, Sie können 20 Jahre nochmals einen Gewinn von 250 Millionen machen. Ungefähr. Handgelenk mal Pi gerechnet. Mit anderen Worten, sind die Goldreserven im Boden für die Centerra rund 10 Milliarden wert. 250 Millionen Gewinn pro Jahr 20 Mal. Nun kann man schauen, was das Unternehmen tatsächlich an der Börse kostet. Das findet man heraus. Die Zahl heißt Marktkapitalisierung und im Falle von Centerra sind es 5 Milliarden. Mit anderen Worten hat man eine enorme Reserve, eine Sicherheitsmarge. Sie bezahlen 5 Milliarden für etwas, das nachgewiesenermaßen durchaus 10 Milliarden wert sein kann. In diesem Fall waren die Obermatt-Ränge eine gute Repräsentation für die effektive Situation des Unternehmens. Und für mich ein guter Grund, diesem Subscriber zu danken und das Gleiche zu tun, nämlich Centerra zu kaufen. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.